Ich darf Sie herzlich begrüßen zu den ersten Innovationstagen des VERs. Sinnvoll ist, Plattformen zu schaffen, wo die Leute sich kennenlernen und wo sie miteinander reden. Es ist ganz, ganz wichtig für diese Industrie, gemeinsam an den Strang zu ziehen. Yeah, I want to say to you first of all that it's a real pleasure to us to be the sponsor of FEAR. We are still a well-kept secret in Europe. It's an honor to be presenting this destination to you. Was wir uns einfallen haben lassen dieses Jahr ist Walk of Innovation, präsentiert bei JT Touristik. Das zweite ist der TT Vision Desk. Das nächste ist das Thema Future Hotel. Das letzte Thema könnte vielleicht der Mietwagen der Zukunft sein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Juliane Krei. Ich bin bei Google für AdWords verantwortlich. Trend Nummer 1, die Suche nimmt zu. Trend Nummer 2, die Suche wird anspruchsvoller. Trend Nummer 3, die Suche wird lokal. Trend Nummer 4, die Suche wird sozial. Und Trend Nummer 5, die Suche wird mobil. Sehr interessant doch. Sehr aktuelles Thema ist Datenschutz und das geht uns natürlich alle an. Dreh- und Angelpunkt unter dem Datenschutzamt ist die Frage, ist die IP-Adresse personenbezogen oder im weitesten Sinne personenbeziehbar? Wichtig ist es, aufzuklären, Transparenz zu schaffen und Mechanismen zu schaffen, die es dem Kunden ermöglichen, nachzuvollziehen, was da passiert. Datenschutz in Deutschland kann ein Wettbewerbsvorteil in der Tat sein für in Deutschland tätige Unternehmen. Ein bisschen Beratung, technisch, juristisch, ein bisschen Anstand und ziemlich viel gesunder Menschenverstand. Damit kommt man sehr, sehr, sehr weit, auch im Datenschutz. Wer hat denn eigentlich den Schaden? Trägt den wirklich der Konsumer? Ich würde sagen, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, den Schaden hat immer der Konsument oder der Verbraucher, sondern man muss da einfach ausgewogen die Interessen wahren. Also ich fand es mal interessant, so unterschiedliche Meinungen zu hören. Wenn ich irgendwo meine Daten preisgebe und die Möglichkeit habe, aber zu sagen, ich will nicht, dass sie verwertet werden, dann möchte ich auch, dass das gilt. Grundsätzlich sind die Themen heute sehr spannend andiskutiert worden und ich finde, die Veranstaltung bietet jetzt noch genau den richtigen Zeitrahmen dazu, das auch noch weiter auszuführen. Ich glaube, dass wir uns alle in eine Richtung entwickeln müssen, in denen wir Systeme entwickeln, in denen wir eben diese qualitativen Aspekte einer Reise besser abdecken. Und die gehen weit darüber hinaus, was Halbpension, Zimmerqualität und dergleichen. Ich muss eigentlich nach den ganzen Informationen, die schon in den Bewertungen oder in den Beschreibungen stecken, suchen können. Also ich denke, ein Trend ist ganz klar, der Nutzer will es immer einfacher haben. So. Und wie wird es einfacher? Ja, indem eben Systeme hinten dran die ganze Komplexität auffangen. Wir glauben auch, dass es eine Art Paradigmenwechsel gibt von der reinen Preissuche hin zu einer Qualitätssuche. Eigentlich ein sehr interessanter Teilnehmerkreis. Das ist halt also ganz viele unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Ansätze auch verfolgen. Ist ja interessant. Was wir bewundern, ist, dass doch die ganzen Großen da sind. Hätten wir so nicht erwartet. Es ist interessant, mit denen auch persönlich zu sprechen und es zu sehen. Es ist schön, in so einer lockeren Atmosphäre da ja, mit allen sprechen zu können und sich präsentieren zu können. Zum Ablauf vom VER-Camp, wie gesagt, immer hier halbe Stunde Vortrag, kurze Umbaupause. Für diejenigen, die es interessiert, dann oben halbe Stunde Diskussion zu diesem Thema. Frage ist, was passiert mit Facebook in 2, 3, 4 Jahren? Im Moment ist es einfach so, Facebook ist dominant, weil sehr viele Leute drinnen sind. Gerade auch im News-Bereich sieht man heute schon, dass oftmals mehr Traffic aus Facebook kommt als von Google. Wir können Informationen geolokalisiert darstellen, Fast-Food-Restaurants hier in der Umgebung. Wir haben Burger King, Nordsee hier in der Umgebung. Das heißt, das ist der Grundgedanke von Gen.io. Wir können Informationen geolokalisiert darstellen. Für dieses Jahr haben wir gesagt, dass wir zum ersten Mal auch die etablierten Unternehmen einladen, sich zu bewerben. Es hat sich auch gezeigt, dass es sehr innovative Ideen aus der Branche, aus den etablierten Unternehmen gibt, die nicht älter sind als 12 Monate. Wir gehen davon aus, dass in 5 Jahren ca. 20% der Transaktionen mobil von Geschäftsreisen abgewickelt werden. Und das hat uns inspiriert zu fragen, wie können wir für diese Spontanbucher und auch Walking-Gäste, nennt man sie in der Hotellerie, ein Produkt entwickeln, was genau dieser Mietstruktur entspricht.
Mithilfe dieser Software wird automatisch jeder Gast vom Hotel angeschrieben und um eine Bewertung gebeten. Publikchat ist ein Online-Marktplatz für Stadtführungen und Touren, die auf Smartphones funktionieren. Zielegal.de setzt auf die zwei wohl wichtigsten zukünftigen Trends, Bedürfnistrends in der Reisebranche. Der wirkliche USP ist, dass wir die Routen errechnen. Das heißt, unsere Software weiß, welche Wege schön sind und gibt dem User die richtigen Wege zurück und liefert das online oder mobil aus. Ich finde es informativ. Ich finde es toll, dass es sowas gibt. Fürs tägliche Geschäft super interessant. Tolle Vorträge gehört, vor allem viele interessante Kontakte geknüpft. Also es wächst sehr, sehr stark. Ich finde das ein schöner Erfolg für den VIR. Eine schöne Geschichte, dass sowas so angenommen wird. Und natürlich eine Menge Leute, wo es sich immer lohnt, die wieder zu treffen.